Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 für die PlayStation 3. Im letzten Part haben wir uns weiter im Jägerhain umgeschaut, den wir im vorletzten Part betreten haben. Und ja, uns bleibt gerade kaum was anderes übrig, als uns hier weiter umzuschauen. Und eigentlich will ich auch gar nicht, dass uns hier was anderes übrig bleibt, denn ich fühle mich hier gerade ganz wohl. Die Gegner hier sind nämlich recht angenehm. Noch. Aua. Nein! Hilfe! Also manchmal doch ganz komisch. Untotenkerkerschlüssel. Ob ich damit die Tür zum Leuchtfeuer aufkriege? Das wäre sehr praktisch. Und da geht's in irgendeine Festung. Eigentlich will ich da gar nicht hin, da hab ich Angst. Gut, wollen wir nochmal hier durchgehen? Genau, ich wollte das hier noch mit der Fackel machen eigentlich. Und der Magier, der Hexer, scheint ein einmaliger Gegner gewesen zu sein. Denn er ist nicht wieder da. So, und hier wollte ich jetzt eigentlich mal so einen Schmetterling benutzen. Weil ich dann eine Fackel habe. Entzünden. Oh nee, ich habe meine Fackel weggeworfen. Oh nee. Ja, da muss ich von der anderen Seite aus rankommen. Ich kann mir das anders nicht erklären. Weg! Scheiß Fluch. Gut, wir entzünden hier drin auf jeden Fall mal alles. Oh, sorry. Müsste auch noch so ein Skelettgegner kommen. Behaupte ich mal. Schätze ich mal, vermute ich mal, denke ich mal. Bin mir ziemlich sicher, dass dem so ist. Oder eben auch nicht. Okay. Na dann. Hoffe ich mal. Haha! Und Totenkerkerschlüssel benutzt. Und wir sind beim Leuchtfeuer. Oh, und hier ist ein Kerl. I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Myra. Oh, Myra, I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. I took the first chance. Oh, sorry, dass ich dich unterbrochen muss, habe. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Pate der Schwätzer also, oder was? The man with a strange ring. Pate. I'll find the common footpad and put an end to his roguery. Der Typ hier hat einen richtig, richtig geilen Akzent. Geste. Gesteland, yeah, Geste. Cool, ich habe eine Geste von dem erlernt. Zeigen.
Kommt schon, verbeugen, winken. Siegerfaust, Kriegsschrei. Okay, nichts da. Welches war denn das hier? Okay. Kommt schon. Okay, ich werde das hier erstmal wegnehmen. Und dafür yeah reinpacken. Cool. Ich habe eine Geste erlernt. Und jetzt habe ich ein Leuchtfeuer entzündet. Und das gefällt mir. So wie wir das Leuchtfeuer entzünden, selbst respawnt ja noch keine Gegner, ne? Doch. Moment, sind jetzt wirklich alle Gegner wieder da? Falls ja, dann kann ich mich auch nochmal... Ne, die sind tot. Okay, es respawnt keine Gegner. Ansonsten hätte ich mich auch nochmal komplett rangesetzt für die Estus. Das mache ich aber nicht. Stattdessen gehen wir jetzt weiter in dieses Gebiet da oben. Ich bin sehr gespannt, wo mich das hinführen wird. Ne, bin ich gerade echt, weil... Vorsicht vor Hinterhalt. Oh nein. Oh nein. Ach du heilige Scheiße. So ein Miniboss. Nicht runterfallen, bitte. Du hast Loot bestimmt. Nicht runterfallen. Schade. Aber okay, danke für das Menschenbild. Ach, ich bekomme den Loot so oder so. Wie bei einem Boss. Alles klar. Damit haben wir so einen komischen Invader, oder wie die Dinger heißen, besiegt. Die gab es in Teil 1 auch. Und sogar viele davon. Da hatte ich sogar ein paar damals besiegt in meinem Playthrough. Also es war ja kein Playthrough, den ich hatte. Weil ich habe ja ab Analondo aufgehört. Aber halt, soweit ich gespielt hatte, da waren schon ein paar. Visionen von Trost ist eine Verschnaufpause. Aha. Hier komme ich jetzt bestimmt von der anderen Seite aus in die Höhle, wa? Gut, erstmal ein bisschen ködern hier. Wovon habe ich gerade Schaden bekommen? Ah ja, genau, die Gegner können wiederbelebt werden, solange der Magier noch lebt. Kurz mal chillen. Aua, die Dinger verfolgen ja. Nee, lauf doch. Hilfe. Nee, das ist mir gerade ein bisschen zu hart, weil ich an den nicht rankomme. Oh nein, nicht doch der Bogen. Nein! Hör auf damit! Wieso ist mein Chat schon wieder in Gefahr? Wie schnell geht denn das kaputt? Blöd, 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 blöd. Ich habe fast 10.000 Seelen. Ich kann mal wieder ein Leuchtfeuer gebrauchen. Sind die gerade schon wieder aufgestanden? Ne, sind sie nicht. Gut. Unten aber Schatz voraus. Sackgasse. Titanitscherbe und Verbrennungszauber. Ja, leider nur eine kleine Titanitscherbe scheinbar. Aber egal. So, hier geht's auch noch weiter. Gegner und Hebel voraus. Ja genau, hier bin ich dann auf der anderen Seite bei dem Leuchtfeuer. Flammenschmetterling, Dankeschön.
Ja, wenn ich hier jetzt auf der Seite bin und mir diese Abkürzung geschaffen habe, dann benutze ich das Leuchtfeuer jetzt auch, glaube ich mal. Dann kann ich auch gleich noch meine Waffe reparieren. Die sind ja jetzt gerade noch alle tot hier. Aber dann gleich halt nicht mehr, wenn ich da bin. Also wenn ich beim Leuchtfeuer war. Chill. So, und wir sind erst bei 12 Minuten. Scheiße, ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden. Na, dann können wir den Part natürlich nicht beenden. Dann reisen wir nach Majula und verteilen Seelen. Oh. Und dann sind wir ja auch gerade schon kurz davor, in diese komische Arena und in dieses komische Kolosseum da oben einzutreten. Wah. Mal ganz kurz gucken, was mir geschrieben wurde. Ach, wie süß, ein Herzchen. So, Träger des Fluches, ja. Scherbe habe ich nicht mehr. Nein. Aufsteigen kann ich ein Level. Intelligenz. Ich will Coelho haben, obwohl er mir nichts bringt. Kondition, ich brauche Ausdauer. Eigentlich möchte ich meinen Charakter ziemlich auf Ausdauer trainieren. Das ist mir ehrlich gesagt am liebsten. Liebsten. So. Gut, Heide Ritterschwert ist ausgerüstet, danke. Und zurück zum Jägerhain. Dim, dim. Dim, dim. Untotenkerker. Nochmal durch die Untoten durch in dieser Höhle. Dabei ist mein Mikrofon wirklich angeschlossen. Ja, gut. Das sieht gerade richtig komisch aus. Aber okay, ich hoffe, es ist nicht irgendwie übersteuert oder untersteuert oder irgendwas. Aber es sieht sehr, sehr komisch aus. Hat kaum Ausschlag. Und der Ausschlag sieht sehr merkwürdig aus. Wie ein Pickel am Arsch. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Gut, jetzt nehmen wir die Abkürzung. Und gehen dann hinter dem Wasserfall in dieses Gebäude rein. Ich sprinte jetzt einfach mal durch an den Gegnern vorbei. Ich meine, ich brauche die jetzt gerade nicht. Wenn es wäre jetzt schöne Seelen, oh ja, hu, juhu. Brauche ich aber nicht. Brauche ich wirklich nicht. Also doch, brauche ich schon. Nehme ich trotzdem nicht. Da bin ich jetzt Rebell. 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 So, ich möchte hier rein. Genau hier. Ach nee. Aber jetzt aber nicht Boss, bitte. Bitte jetzt nicht. Ach nee. Ja, den Boss kenne ich übrigens schon. Und ich weiß, dass er ätzend ist. Aua! Es ist nämlich so, dass man die Gegner hier... Also das sind ganz viele einzelne Gegner, die man so teilen muss dann. Also die teilen sich, wenn man die tötet. Und das mag ich halt nicht. Ich mag, wie ihr jetzt vielleicht wisst, keine Bosskämpfe mit mehreren Gegnern. Und das wären gleich noch richtig, richtig eklig viele. Au, au! Au! Könnten wir doch mal bitte ganz kurz einen kleinen Augenblick Ruhe? Danke. Nope, schaffe ich nicht. Wenn ich jetzt nicht irgendeinen extrem lucky Schub bekomme, schaffe ich es nicht. So, drei wollte ich nicht. Ich habe sogar vier getrunken, glaube ich. Okay.
Lock aus, Sprint. Nein! Hilfe! Hallo? Lock aus, Sprint. Das ist mir doch egal, was mit meiner Rüstung gerade passiert. Hauptsache, ich schaffe diesen Scheißkampf gerade mal. Lock aus. Sprint. Vor allem einer von denen ist noch so ein Riesen, so ein Fürst, so ein Ding, so ein richtiger mit Sense. Lock aus, Sprint. Rad, Lock, tot. Lock aus, Sprint. Der wird jetzt zu den Radtypen. Das war also nicht so gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Oder leben nur noch die Skelette? Ich weiß es nicht. Nee, leben sie nicht. Du lebst zum Beispiel noch. Du auch. Oh nee, Lock aus, Sprint. Okay, der Kampf ist nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Jetzt leben nur noch die Kleinen und das schaffe ich locker. Ich glaube, es lebt sogar nur noch ein Kleiner. Ja. Okay, das war nicht so schwer. Krippenfürstenseele. Dankeschön. Für auch den nächsten Boss. Gegner, der besiegt ist. Dann komme ich wieder zurück. Aber hier war doch irgendwo noch so ein Gang weiter, oder? Genau hier. Gute Arbeit, dankeschön. Finde ich auch. Ich habe mich eigentlich recht gut angestellt. Nur die Kamera fuckt mich so dermaßen ab in diesem Spiel. Also in den Bosskämpfen fuckt mich die Kamera richtig ab. Besonders wenn man gelockt hat. Also die Gegner fokussiert. Geschafft. Viel Erfolg. Versuch Durchbruch. Ja, ich hole mir erstmal das Ding runter. Okay, danke. Und natürlich die Krippenfürstenseele. Sehr, sehr schön. War aber auch halt nur ein kleiner Boss, ne? Hier geht's weiter. Wohin führt mich das jetzt? In welches nächste Gebiet? Oder ist der Jägerhain noch gar nicht fertig? Wir werden sehen. Ich, meine Damen und Herren, weiß es übrigens nicht. Und ab hier kenne ich das dann jetzt auch nicht mehr. Und falls ihr jetzt dachtet, ja, du kanntest den Boss ja schon. Du fandest ihn jetzt nur nicht schwer, weil du die Taktik schon kanntest. Welche Taktik habe ich bitte gerade verwendet? Und Marki hat es nicht so gemacht, wie ich, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe im Halbschlaf, glaube ich, da nur noch zugeguckt. Keine Ahnung. Erntetal. Nein, doch, das Erntetal kenne ich auch noch ein bisschen. Genau, hier sitzen NPC und ist das Erntetal nicht das mit dem Gift? Ja, ist es. Hallo. Seid ihr ein Reisender? Oh. An Orstone Trader. I travel about collecting rare stones, which I sell. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade after all. Das ist eine alte Mühle und das hier war mal ein richtig schönes Erntetal. Oh Mann, so was haben wir hier. Erstmal kleine Titanitscherben, okay. Und verbrennen im Leuchtfeuer stärkt nahe Feinde. Warum sollte ich das tun?
Seelenfrieden, erneuter Tod. Es läutet eine finstere Flamme auf Leichen und lässt sich heftig auflodern. Dann ist der verlorene Wunder nur in der Gruft der Untoten vor dem Verfall bewahrt, fügt leeren Hüllen schweren Schaden zu, hat aber sonst auf niemanden eine Wirkung. Okay, ich will ein paar Mal mit ihr reden, vielleicht kommt sie dann auch irgendwann nach Majula. Ah, da. Ich habe jeden Winkel abgesucht, ich schätze, es ist Zeit weiterzuziehen. Vielleicht treffen wir uns wieder, wenn wir so lange leben. Ja, okay, Schützenposition, ja. Das ist ein Leuchtfeuer. Ich bin durchgekommen, ohne mich komplett zu vergiften, geil. Und hier sind sogar welche gestorben, wow. Leuchtfeuer entzündet und ab zurück nach Majula. Damit habe ich den Jägerhain abgeschlossen und bin jetzt im Erntetal. Das Erntetal kenne ich nur auch schon ein bisschen. Mehr als ich jetzt gedacht hatte. Ich hatte total vergessen, dass das Gebiet jetzt auch noch kommt. Aber da habe ich wirklich nur noch so im Halbschlaf zugeguckt. Ich weiß, da gab es ein Rätsel, was wir zusammen gelöst haben. Ich glaube, es war für was Optionales. Das werde ich dann hier auch zeigen und machen. Wenn das optional war, ich weiß es nicht mehr. Und ansonsten, den Boss kenne ich hier, glaube ich, nicht mehr. Oder doch? Also, ich kenne danach noch ein Gebiet und ich glaube, das kommt, wenn man den Boss hier besiegt. Falls ja, kenne ich den Boss, aber ich erinnere mich absolut gerade nicht mehr daran, was hier für ein Boss war. Das ist ja auch nicht schlimm. So, dann Seelen. 15.000, da kann ich wieder ein bisschen was rausholen. Also ein bisschen was. Da könnte ich mir aber auch den silbernen Katzenring kaufen, von der Katze. Der bewirkt nämlich weniger Fallschaden. So. Danke. Auf welchem Level bin ich jetzt? Schon. Ich bin auf Stufe 70 inzwischen schon. Das läuft. Bald bin ich auf Stufe 100. Nice. Das kostet natürlich auch entsprechend Seelen. So, ich kaufe mir noch einen schimmernden Lebensstein. Die müsste ich mir dann nur halt auch irgendwann mal ins Inventar ziehen. Das vergesse ich irgendwie die ganze Zeit. Hier runter. Ich habe gerade mehr schimmernde Lebenssteine als normale Lebenssteine. Na geil. Und hier ist jetzt die Dame. Hallöchen. Hat immer noch das gleiche Zeug. Ja, hat immer noch das gleiche Zeug. So, dann möchte ich jetzt nochmal mit dir reden und so wirklich sprechen. Ich hatte mal irgendwie was gelesen von wegen, wenn man vier Leute hier hat, dass man dann irgendwas bekommt von irgendwem. Und inzwischen müsste ich vier Leute hier haben. Der Typ in der Villa, die Bitch, die da gerade war, der Typ da oben, der Schmied, die Katze, die Frau unten bei dem beweglichen Tunnel und so. Ja, ich weiß nicht. Aber hier möchte ich jetzt auch nochmal kurz hingucken. Weil hier war ja damals nur Majula. Ich will jetzt mal wissen, ob die Gebiete, die ich jetzt schon habe, auch als Nicht-Majula gelten. Und ja, scheinbar schon. Majula? Nicht-Majula. Oder andersrum. Toll! I was born in the land of Mira. Mira is also the... He and the other... And then... Okay. Well, no. I believe they shared... Ja, gut. Even... Juti. Dann haben wir, glaube ich, für den Part erstmal eine Menge geschafft. Hier runter gehe ich dann wahrscheinlich nach dem Erntetal oder so. Mal gucken. Ich vermute mal schon. Ja. Ach, die Hexe habe ich auch noch hier. Genau, also hergebracht habe ich die Hexe und den Typ in der Villa. Der Schmied war ja schon hier. Na gut, vielleicht muss ich noch eine Person her... Na, und den Typ, die Dame beim Beweglichen. Ach, habe ich doch gerade mitgezählt, oder? Nee, habe ich nicht. Das wären dann vier. Ach, keine Ahnung. Meine Rüstung ist kaputt. Und ich habe bestimmt nicht genug Seelen, sie zu reparieren, ha? Huh? Hm? 206.
Moment, 206. Das hole ich mir noch schnell. Geht das bei denen da hinten? Kriege ich da 206 zusammen? Also 40 Seelen. 45 Seelen sollten doch bestimmt drin sein. Au. Ja, sind drin. Zwar ganz knapp, aber sind drin. Dankeschön. Jetzt noch schnell meine Rüstung reparieren und dann bin ich auch schon wieder gewappnet für den Shit. Für den richtig harten Shit. Ja. Und dann haben wir immer noch das Gebiet da hinten, wenn ich hochgehe zwischen den Felsen. Ich bin echt mal gespannt, wo es da hingeht, was mich da hinführt. Aber erstmal werde ich dann nach dem Erntetal, glaube ich, ins Loch gehen. Ja. Dankeschön. So, damit habe ich noch 15 Seelen. Nice. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir gehen zurück zum Erntetal. Zum Giftteich. Oder hinter den Giftteich eher. Ja. Meine lieben, lieben Leute. Ich glaube, im Erntetal gibt es sogar ein Item, was ich diesem Macduff da geben muss in der verlorenen Festung. Damit der mir dann gut gesinnt ist. Und ich glaube, im Erntetal finde ich auch das Item, um den einen Typen da zu entsteinern. Na gut, wie auch immer. Jetzt würde ich erstmal sagen, das war es für diesen Part von Let's Play Dark Souls 2 für die PlayStation 3. Und ja. Mein Headset ist runtergefallen, weil es am Stuhl hängen geblieben ist. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.